Ich bin Paul Bumke und ich bin Bioniker am Alfred-Wegener-Institut. Das Ganze fing an eigentlich schon in der Schule, in der Oberstufe. In der Zeit war dieses Bionik-Thema so ganz neu und wurde auch ein bisschen gehypt. Diese Idee, die dahinter steckt, in die Natur zu gucken. Die Natur kann ja sehr effizient Strukturen aufbauen, kann sich sehr effizient fortbewegen. Sich diese Sachen abzugucken für technologische Entwicklung, damit fiel für mich im Prinzip die Entscheidung, ich will das studieren, ich möchte lernen, wie man eben strukturiert von der Natur quasi abschauen kann und diese Erkenntnisse dann in die Technik umsetzen kann. Und vorher war ich aber schon in Kontakt mit dem Alfred-Wegener-Institut, habe in der Arbeitsgruppe Bionischer Leichtbau, die damals noch sehr, sehr klein war, ein Praktikum gemacht und konnte da im Prinzip erste Erfahrungen sammeln, auch was ja, diese ganzen bionischen Leichtbaustrukturen angeht. Womit wir uns hier beschäftigen in der Arbeitsgruppe Bionischer Leichtbau sind die Skelette von kleinsten Meereslebewesen, Diatomeen und Radiolarien. Und diese Organismen haben ein Problem, denn es gibt eine ganze Anzahl von Fressfeinden. Und um sich davor zu schützen, haben die Diatomeen einen Schutzpanzer entwickelt im Laufe der Evolution. Und wir versuchen jetzt, die Leichtbauprinzipien, die in den Schalenstrukturen zu finden sind, umzusetzen auf technische Bauteile, wo es natürlich auch sehr wichtig ist, Leichtbau zu betreiben. Zum Beispiel in der Automobilindustrie oder in der Flugzeugindustrie. Und für diese Industriezweige versuchen wir eben jetzt auch aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Dienstleistung zu entwickeln, die eben für verschiedene Industriekunden dann nutzbar ist. Und mithilfe dieser Dienstleistung soll es eben möglich sein, die Eigenstrukturen auf technische Bauteile zu übertragen. Zum Beispiel kann das eine Autofelge sein. Wir bekommen dann auch die ganzen Lastfälle, die auf das Bauteil einwirken. Das heißt, das Auto steht da drauf und das fährt damit. Und das fährt mal einen Bordstein hoch und es fährt in die Kurve. All diese Belastungen sind natürlich wichtig, wenn man so ein Bauteil dann auch rauslegen und verbessern möchte. Und mit diesem Wissen beginnt sozusagen unser Kreativprozess, den wir dann in der Gruppe weiterführen, gucken uns die Analyse des Bauteils an und versuchen dann biologische Strukturen zu finden, die auf das Bauteil passen können. Als letzter Schritt ist es dann noch wichtig, das Bauteil an die verschiedenen Herstellungsmethoden anzupassen. Es kann natürlich sein, dass es ein Spritzgussteil oder ein Blechteil ist oder ein additiv gefertigtes Bauteil, also ein 3D-Druckbauteil. Und für all diese verschiedenen Herstellungsverfahren haben wir dann auch die entsprechenden Möglichkeiten, das Bauteil noch anzupassen. Ja, für mich sind in Zukunft zwei Themen sehr wichtig. Das eine ist die Automatisierung unseres Leichtbauprozesses. Jetzt ist es so, dass der ganze Entwicklungsprozess sehr viel Handarbeit erfordert. Das große Ziel ist, diese Methodik so zu automatisieren, dass man einfach nur noch sagt, ich kriege ein Bauteil. Ich möchte jetzt auf der Fläche die und die Versteifungen aus meiner Datenbank drauf haben, klicke das an und zack, automatisch wird eben diese Struktur generiert. Die zweite Sache ist das Bionic Bike, ein Faltrad. Das Bionic Bike ist quasi ein Vorzeigeobjekt für uns, das möglichst viele unserer Optimierungsalgorithmen beinhaltet und auch sehr leicht ist natürlich. Hier war es ja so, dass wir das für die additive Fertigung ausgelegt haben, um eben zu zeigen, dass wir auch in diesem Bereich am ABI schon sehr gut aufgestellt sind. Für eine Serienfertigung von so einem bionischen Faltrad eignet sich das Verfahren nur sehr schlecht. Das heißt, wir würden auf ein anderes Verfahren setzen, zum Beispiel Aluminium-Druckguss, mit dem auch eine Serienfertigung sehr viel günstiger möglich ist, das ganze Fahrrad nochmal umkonstruieren und hätten dann eben ein Produkt, was wirklich den Weg vom Alfred-Wegener-Institut aus der Forschung in die Wirtschaft vollendet hat.